Hallo, hier ist Michael Albers von www.pastorpixel.de mit dem zweiten Teil meines Pfade- und Formtutorials. Ich habe das Tutorial früher schon mal für eine ältere Photoshop-Version gemacht, da in den neueren Photoshop-Versionen da wieder alles umgestellt wurde, die Benutzeroberfläche anders aussieht, einige Funktionen völlig woanders verschwunden sind, erkläre ich das Ganze hier nochmal für neuere Versionen. So, ich habe hier einige Formenwerkzeuge, das gibt das Rechteckwerkzeug, abgerundete und so weiter. Und eigene Formenwerkzeug, da hat man quasi so eine ganze Bibliothek mit Formen. Und wenn ich eins dieser Werkzeuge auswähle und eine Form aufziehe, habe ich quasi auch eine Vektorgrafik. Genauso wie ich mit dem Zeichenstiftwerkzeug eine Vektorgrafik erzeuge. Und in diesen Werkzeugen haben wir hier oben die Option Form, Pfad oder Pixelebene. Ich nehme zuerst mal die Option Form. Pfad und Pixel erkläre ich gleich. Wenn ich Form wähle und jetzt hier eine Form aufziehe, entsteht eine neue Ebene und die Vektorgrafik fungiert quasi als Maske. Das heißt, die Ebene darunter sieht man nur da, wo eben diese Vektorgrafik ist. Jetzt kann man hier für diese Ebene eine Farbe einstellen und für den Rand der Form eine Kontur. Also eine Füllfarbe und eine Randfarbe. Hier stellt man die Randgröße ein, wie dick der Rand ist. Und hier stellt man ein, ob der Rand eine durchgezogene Linie, eine gestrichelte oder eine gepunktete ist. Ob der Rand innerhalb der Vektorgrafik ist, in der Mitte der Vektorgrafik oder außerhalb. Und wenn ich eine Form habe mit dem Anfang und dem Ende, also eine Linie mit dem Anfang und dem Ende, kann ich hier bestimmen, wie die Ecken aussehen. Man sieht es an den Vorschaubildchen, wie die Enden aussehen. Und hier bestimmt man, wie die Ecken aussehen, ob sie abgerundet sind oder so eine abgeschrägte Kante haben. So, ich ziehe jetzt mal so ein Rechteck auf. Und jetzt sieht man diese Einstellung hier. Wir sehen hier, dass die Linie innerhalb dieses Pfades ist. Ich mache jetzt mal hier Mitte, damit man das sieht. Jetzt sieht man die blaue Linie des Pfades in der Mitte. Und das wäre dann außerhalb. Der Pfad selber ist eine kleine blaue Linie. Das kann man hier einstellen. Hier stellt man ein, wie der Pfad aussieht und wie dick der Pfad ist. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn ich jetzt keine Füllung habe und keine Kontur. Keine Füllung stellt man da ein. Hier stellt man ein Füllfarbe, durchgehende Farbe. Hier stelle ich einen Verlauf. Habe ich hier meine Verlaufsbibliothek. Und hier kann ich eine Musterfüllung einstellen. Habe ich meine Musterbibliothek. Hier kann ich einstellen, wie groß das Muster ist. Gleiches gilt für Kontur. Auch Kontur kann ich sagen, keine Kontur, Konturfarbe, Verlauf oder Musterfüllung. Okay, soweit so gut. So, jetzt haben wir hier eine Option. Neue Ebene, Form kombinieren, vordere subtrahieren und so weiter. Zuerst mal neue Ebene. Neue Ebene brauche ich dann, wenn ich jetzt eine zweite Form aufziehe. Ich mache jetzt nochmal ein Rechteck, könnte auch eine andere nehmen. Ziehe mal ein zweites Rechteck auf. Und jetzt sieht man, jetzt entsteht hier so eine neue Formebene. Kann ich hier komplett auswählen, kann die verschieben. Völlig neue Formebene. Kann diese Form auch mit einer anderen Farbe versehen. Ich nehme mal hier dieses Auswahlwerkzeug, Pfadauswahlwerkzeug. Ich stelle hier eine andere Farbe ein und so weiter. Gut. Das ist eigentlich nicht die Farbe der Form, wie ich eben schon gesagt habe, sondern die Farbe der Ebene. Ne? So, ich lösche die Ebene mal wieder. So, jetzt nehme ich nochmal Rechteckwerkzeug und wähle jetzt hier mal Form kombinieren und ziehe jetzt ein neues Rechteck auf. Ja, und jetzt sieht man, es ist keine neue Ebene entstanden, sondern wir haben hier zwei Formen. Die sehen so aus. Ich kann mit dem Pfadauswahlwerkzeug, kann ich jetzt diese Ebene nehmen und kann die jetzt irgendwie verschieben, kann die andere Ebene verschieben. So sieht das Ganze aus.
Jetzt kann ich hier noch wählen, vordere Form subtrahieren, dann sieht das so aus. Schnittmenge von Formbereichen, dann sieht das Ganze so aus. Überlappende Formen ausschließen, dann sieht das Ganze so aus. Soweit, so gut. Das scheint auf den ersten Blick sehr einfach zu sein, aber hier gibt es doch noch so einiges, was man beachten muss. Zum Beispiel, diese Linien der beiden Formen habe ich folgendermaßen eingestellt. Wenn wir mal hier wieder auf diese Option klicken, dann habe ich hier bei der Linie eingestellt, dass die quasi in der Mitte liegt. Jetzt mache ich hier mal, dass die innen liegt. Und dann sieht das hier schon etwas anders aus. Ich mache das mal hier so ein bisschen nach unten. Na, dann wird das hier anders dargestellt. Jetzt mache ich hier mal, dass sie außen liegt. Und dann sieht das so aus. Und jetzt nochmal mittig zum Vergleich. Ne? Dann sieht die ganze Geschichte so aus. Also wenn man Formen miteinander kombiniert, ist eben auch wichtig, wie diese Linie hier eingestellt ist. So, des Weiteren. Ich habe jetzt hier dieses Pfadauswahlwerkzeug ausgewählt. Und damit kann ich jetzt hier so eine einzelne Form auswählen. Jetzt habe ich diese ausgewählt und habe da eingestellt, überlappende Formen ausschließen. So, jetzt klicke ich mal auf diese und da habe ich eingestellt, Formen kombinieren. Das ist also ein Unterschied, was ich auswähle und was ich da einstelle, ist wichtig. Ich klicke nochmal eben diese hier an und wähle jetzt hier auch nochmal Formen kombinieren. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich habe diese Form ausgewählt, und zwar die Form, die im Hintergrund liegt. Und stelle jetzt mal hier ein, vordere Form subtrahieren. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt sieht man diese Hintergrundfarbe der Komplettebene hier. Da nicht, wo diese Form definiert ist. Ich hatte ja anfangs schon mal gesagt, diese Formen werden eigentlich nicht mit Farbe gefüllt, sondern eigentlich wird die ganze Ebene mit einer bestimmten Farbe gefüllt. Und diese Formen funktionieren quasi wie so eine Maskenebene. Ja, bei einer Maskenebene, da wird durch Schwarz und Weiß definiert, was auf der Ebene zu sehen ist. Und hier bestimmt die Form, was auf der Ebene zu sehen ist. Wenn ich jetzt diese Form im Hintergrund habe und sage dann subtrahieren, vordere Form subtrahieren, dann ist der Hintergrund eben da nicht zu sehen, wo diese Form ist. Und wenn ich sage Formebene kombinieren, dann ist die Hintergrundebene da zu sehen, wo die Form ist. Und so ist es eben genau umgekehrt. Das ist ein bisschen so ähnlich wie Maske umkehren. Wenn diese Form im Vordergrund liegt, dann liegt ja nicht nur die Hintergrundfarbe, die Ebene dahinter, sondern dann liegen ja andere Formen dahinter. Und dann passiert eben Folgendes, dass diese anderen Formen, die hinter dieser Form liegen, eben da nicht zu sehen sind, wo diese Form ist. Ne? Wenn ich also diese Form jetzt wieder in den Vordergrund schiebe, Form in den Vordergrund, so. Ne? Dann liegen andere Formen dahinter, ne? Und dann sind diese Formen nicht zu sehen. Wenn da mehrere Formen hinterlegen würden, ja, dann würden diese ganzen Formen überall da, wo diese Form die überschneidet, dann wären die überall da nicht zu sehen. So, hier kann man Formen aneinander ausrichten. Ich wähle jetzt mal beide Formen mit gedrückter Shift- oder Steuerungstaste aus. Und wähle jetzt mal die obere Kante, ne, oder linke Kante etc. Okay, wenn man die Form verschiebt, sieht man hier so Hilfslinien, die dann da einschnacken. Und das Spielchen kann ich natürlich auch mit mehreren Formebenen machen, ne? Nicht nur mit zwei. Dann gibt es hier noch eine Option, Formkomponenten zusammenfügen.
So, damit wird die Leitform in einen regulären Pfad umgewandelt. Ich mache das jetzt mal. Und jetzt habe ich hier wirklich nur noch eine Form. Jetzt kann ich die nicht mehr getrennt auswählen. Jetzt sind die kombiniert worden. Hätte ich vorher hier gewählt, Schnittmenge wählen, ne, dann sehe jetzt diese zusammengefügte Formkomponente anders aus. So, was dieses Kantenausrichten bedeutet, ist mir völlig schleierhaft. Ich habe überall gesucht nach einer Erklärung und keine gefunden. Und Fazit beschränken weiß ich auch nicht. So, jetzt schauen wir uns mal eben hier die anderen Werkzeuge kurz an. Abgerundetes Rechteckwerkzeug funktioniert genauso wie das Rechteck, nur hier ist eine Funktion hinzugekommen, Radius. Da kann ich den Radius einstellen. Ich kann ihn allerdings jetzt nicht im Nachhinein verändern, wenn ich diese Form einmal aufgezogen habe. Kann ich jetzt hier nicht den Wert ändern, um einen anderen Radius zu bekommen. Ne? Der Radius gilt also nur für die neu erstellte Form. Ne? Die hat jetzt einen Wert von 50, die hat jetzt einen Wert von 100. Ne? Die ist jetzt nicht ganz so stark abgerundet wie diese hier. So, dann haben wir hier ein Ellipsenwerkzeug, ne? Ist klar, Ellipse, Kreis. Dann haben wir hier ein Polygonwerkzeug. Warte mal, ich lösche mal eben die ganzen Ebenen hier eben. Polygonwerkzeug. Da wird ein Vieleck aufgezogen. Wie viele Seiten stellt man hier ein? Und hier kann ich einstellen. Ecken abrunden. Jetzt habe ich hier so abgerundete Ecken. So, ich stelle mir hier den Radius ein. Der Radius ist quasi die Größe. Ich stelle das mal auf 500. Und jetzt muss ich nur einmal klicken. Und jetzt kommt hier noch mal ein Menü. Ne? Auch hier kann ich jetzt noch mal alles einstellen. Und dann entsteht jetzt hier diese Form in eben dieser Größe, die ich da eingestellt habe. Ecken abrunden mache ich mal wieder weg. Ich mache jetzt mal einen Stern. Seiten einziehen um 53%. Also das mache ich jetzt mal mit einem höheren Wert. Ich mache mal 80%. Na, jetzt sieht man, der Stern ist viel spitzer als dieser hier mit 53%. So, ich mache mal hier wieder 40%. So. Jetzt mache ich mal hier Ecken abrunden. Ja, da sieht das Ganze so aus. Da kriege ich so ein Blümchen und Einzüge glätten. Ja, da sieht das so aus. Das war ohne Einzüge glätten, das ist mit Einzüge glätten. Das sind alles Sachen, die muss man eigentlich nur ausprobieren. Fertig. Ne? Jetzt habt ihr das einmal alles einmal gesehen. Dann gibt es hier das Linienzeichnerwerkzeug. Da ist jetzt ganz wichtig, welche Stärke diese Linie hat. Ich stelle mal die Stärke auf 100 Pixel. Und jetzt ziehe ich meine Linie auf. Ich halte die Shift-Taste gedrückt, damit die schön waagerecht ist. Und diese Stärke, das sind jetzt quasi hier diese, das ist jetzt hier dieser innere Bereich, ne? Ich mache mal hier ohne Linie, ne? Das sind diese 100 Pixel, ne? Also wie breit die Linie ist, das ist hier die Stärke. Wenn man nur eine ganz kleine Stärke hat, ne, und man versucht dann hier mit der Linienkante da die Stärke zu verändern, aber man hat bei der Kante hier eingestellt in. Dann nützt das nichts. Ne? Dann, die Kante wird nicht größer, ne, wenn meine Linie eben nur ein Pixel hoch ist. Ne? Deswegen, ne, ich kann das ja nochmal machen mit einem Pixel, um das zu demonstrieren. Ne? Mache hier eine neue Linie, die ist jetzt ein Pixel. Ne? Jetzt kann ich hier die Kantenstärke einstellen, so viel wie ich will. Da die Kante innen ist, ne, sieht man sie nicht. Wenn ich Kante außen mache, ja, dann geht das. Ne? Dann kann ich hier sagen, ne, okay, meine Kantenstärke wird jetzt dicker. Ne, und die Füllfarbe innen, ne, die ist dann eben nur ein Pixel.
Wenn ich das jetzt vergrößere, sieht man das auch. Die Füllfarbe innen ist ein Pixel. Also bei der Linie muss man so ein bisschen aufpassen. Da ist diese Stärke wichtig. So, dann haben wir hier noch das eigene Formwerkzeug. Eigene Form bedeutet, ich kann jetzt hier aus einer Bibliothek mir verschiedene Formen aussuchen. Wenn ich da auf den Pfeil klicke, sehen wir hier so Formen. Und wenn ich da auf das Zahnrad klicke, dann kann ich mir hier Formbibliotheken laden. Ich klicke mal hier auf Tiere und sage, er soll die ersetzen. Jetzt fragt er noch, ob er die Bibliothek speichern soll. Nee, soll er nicht. Ne? Jetzt habe ich hier meine Tiere. So. Jetzt kann ich hier so eine Tierform aufziehen. So, wenn ich die Shift-Taste drücke, bleiben die Proportionen erhalten. Ansonsten kann man das auch alles hier wieder einstellen, ne, festgelegte Proportionen. Dann wird die Form in den Proportionen aufgezogen, die sie hat. Man kann sich auch eigene Bibliotheken runterladen, ne, hier mit Form laden und so weiter, Form ersetzen. Wie bei allen anderen Bibliotheken auch, ne, kann ich mir aus dem Internet Formbibliotheken suchen und die hier reinladen. Ich kann mir auch eine eigene Form erstellen. Wenn ich beispielsweise mit dem Pfadewerkzeug eine Form erstelle, kann ich die unter Bearbeiten, eigene Form festlegen, in der Bibliothek abspeichern. Ich mache das mal eben ganz kurz. Ich nehme mal hier mein Pfadwerkzeug und zeichne mir eine Form. So, ein steinzeitliches Pferd ist das. Und jetzt sage ich Bearbeiten, eigene Form festlegen. Pferd. Und wenn ich jetzt in meine eigene Form reinschaue, ne, da ist die Form drin und dann kann ich sie benutzen. Selbstverständlich muss ich die Bibliothek abspeichern, wenn ich sie wirklich dauerhaft behalten will. Will ich aber jetzt nicht. Ne? So schön ist das Pferd jetzt auch wieder nicht. Okay, soweit, so gut. So, ich lösche mal diese beiden Ebenen wieder. Jetzt hatte ich ja gesagt, jetzt erkläre ich mal eben diese drei Optionen hier, Pfad und Pixel. Wenn ich Pfad wähle und ziehe jetzt hier irgendetwas auf, ja, dann entsteht hier ein Pfad. Wir sehen hier in der Pfadepalette Arbeitspfad. Kann ich doppelt anklicken, um ihn dauerhaft in der Pfadepalette abzulegen. Und jetzt kann ich ganz normal, wie ich es im ersten Tutorial mit den Pfaden erklärt habe, die Pfadpunkte verändern mit dem Direktauswahlwerkzeug. Kann Punkte hinzufügen, kann Punkte verändern, etc. Okay, so, ich gehe mal in der Pfadepalette auf eine leere Stelle, ist der Pfad wieder weg. So, und dann gibt es hier noch Pixel. Bei den Pixeln ist jetzt entscheidend, was ich für eine Vordergrundfarbe eingestellt habe. Weil jetzt wird nämlich die Ebene, die ich gerade habe, einfach mit Pixeln gefüllt. Ich ziehe jetzt mal die Katze auf. Ich habe jetzt keine Form, die ich jetzt irgendwie verschieben kann oder sowas. Ich habe hier einfach nur eine Pixelfüllung. Wenn ich es auf einer leeren Ebene machen würde, klar, ne, dann hätte ich transparente Bereiche, dann könnte ich die Katze verschieben. Aber hier auf der Hintergrundebene kann ich es eben nicht machen. Gut, das war das zweite Tutorial zum Thema Pfade und Formen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen. Macht's gut, euer Michael Albers von www.pastorpixel.de.